Ich habe die große Freude, Professor Dr. Jürgen Kritz anzukündigen. Jürgen Kritz ist Emeritus am Institut für Psychologie an der Universität Osnabrück. So, und jetzt hören wir mal schon zu. Weil der hat nämlich viel zu sagen. Und ich würde ihm gerne auch die Zeit zur Verfügung stellen, die wir vorgesehen haben. Seine Fachgebiete sind die klinische Psychologie und Psychotherapie, aber eben nicht nur das, sondern er ist eben auch ein Methodencrack. Und das ist sehr zentral und von großer Bedeutung für uns alle. Seine Wurzeln sind neben der Psychologie die Philosophie, aber auch die Astronomie und Astrophysik. Ich habe überlegt, ob das vielleicht die Grundlegung auch seiner systemischen Zugänge war, schon damals. Habe ich mir so überlegt, könnte sein. Dass er Gastprofessor in der ganzen Welt ist, wissen die meisten. Vielleicht wissen sie aber nicht, dass er ausgebildet ist in Gesprächspsychotherapie. Er ist zudem aber auch Ehrenmitglied in der Logotherapeutischen Vereinigung, in der Systemischen Gesellschaft, schreibt auch zur Gestalttheorie und auch in familientherapeutischen Zeitschriften. Das heißt, ich habe mich gefragt, ist er ein Wanderer zwischen den Welten oder ist er gar der Integrator verschiedener Welten? Was Sie alle bestimmt wissen, ist, dass er ein Streiter ist für die Anerkennung der humanistisch-existenziellen Psychotherapie, lange Zeit auch im wissenschaftlichen Beirat war, sehr engagiert ist in der AGHPT. Und dafür darf ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen, einen ganz, ganz herzlichen Dank, weil das ist eine unglaubliche Arbeit und im Interesse all derer, die hier sitzen. Die Grundkonzepte der Psychotherapie begleiten mich seit 12 Jahren. Keine Veranstaltung ohne Kritz. Aber vor allen Dingen bedeutsam ist seine personenzentrierte Systemtheorie, mit der er versucht, Prozesse des Seelischen, des Leiblichen, der Interaktion und gesellschaftliche Prozesse so zu modellieren, dass wir Fragen klären können, wo finden Menschen Ordnung, wie finden Sinnfindungs- und Sinndeutungsdynamiken statt, wie orientieren wir uns in unserer jeweiligen Lebenswelt, wie finden wir Ordnung und Muster, wie findet denn persönliche auch Regelbildung statt und vor allen Dingen bleibt er nicht dabei stehen, denn die zentrale Frage als Psychotherapeut ist natürlich die, wie sind diese auch veränderbar. Als zentrale Frage für ihn in den letzten Jahren haben sich Fragen des Sinnattraktors als ein wichtiger Begriff, der mir gut gefällt. Wie können wir das verstehen? Wie schaffen wir Stabilität und Sicherheit? Und wie kann dennoch Wandel, Adaption und Kreativität in unser aller Leben möglich sein? Was mich besonders fasziniert, ist der ein Beitrag, den ich im Internet gefunden habe, nämlich zum Thema des ich würde dazu Übergangsmanagement sagen, also dieser Zustand zwischen dem Alten, was nicht mehr trägt, aber das Neue, das noch nicht da ist. Also dieser Zustand zwischen den Ordnungsmustern, der natürlich oft gekennzeichnet ist von viel Angst, aber auch nötig ist, damit Neues geboren werden kann. Und ich glaube, Jürgen Kritz kennt sich genau mit diesen Zuständen aus, denn er ist es, der viel Neues in die Welt gebracht hat. Und ich danke herzlich und bitte um den Vortrag. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich diesen Worten von Heidi gerade lausche, dann und den Vortrag davor, dann ahnen Sie, dass ich viel lieber über was anderes reden würde, nämlich darüber, was Heidi gerade angedeutet hat. Und ich sehne mich nach dem Tag, wo ich nicht über solche Themen reden muss, die jetzt die nächste Stunde anstehen, sondern wo wir endlich
in Deutschland auf Augenhöhe, alle Therapeuten, die inhaltliche Anliegen haben, und ich hoffe, das sind alle, wieder über innerliche Dinge reden können und uns nicht um die formalen Aspekte kümmern müssen, die zwar auch wichtig sind. Forschung ist selbstverständlich wichtig, Begründung ist selbstverständlich wichtig. Wie Sie sehen werden, auch RCT-Forschung ist für bestimmte Fragen wichtig, allerdings nur für bestimmte. Aber das im Kern steht was Inhaltliches, und dieser Zeitpunkt, den wünsche ich herbei. Aber, wie gesagt, die nächste Stunde ist leider einem anderen Thema gewidmet: vermessene Wissenschaftlichkeit von Psychotherapie in Deutschland. Und ich danke erstmal Lotte, dem Vorstand und Ihnen, dass Sie überhaupt bereit sind, zu einem solchen Thema sich was anhören zu wollen. So, jetzt sollte es hier, ja. Bis 1999 war auch Deutschland eine blühende Landschaft, was die psychotherapeutischen Verfahren betraf. Das hat sich, wie Sie wissen, leider etwas geändert. In dieser blühenden Landschaft waren dann auch ein kleines Vor, emsig verteidigt, das heißt Richtlinienverfahren. Kann man das überhaupt sehen? Ja, ne? Ja, doch. Die Farben sind etwas anders als bei mir, aber das geht noch. Oder international EST, Empirisch Supported Therapy, also etwas, da gibt es dann auch Empfehlungen, was man besser tun sollte und besser lassen sollte, aber viele lassen auch die Empfehlungen einfach da, wo sie hingehören, nämlich als eine gute Empfehlung, aber entscheiden sozusagen vor Ort selber. Also dagegen ist noch gar nichts einzuwenden. Das Problem ist aber, Sie wissen, dass sich nach 1999 zumindest offiziell in Deutschland diese blühende Landschaft dann doch verwandelt hat in etwas, was sehr monokulturell aussieht oder zumindest von zwei Kulturen, aber die zweite weiß noch gar nicht, dass sie der ersten beigetragen hat, dass es eine Monokultur möglicherweise wird. Also irgendwie wollen sie es nicht begreifen. Also so ungefähr ist mein inneres Bild dieser Landschaft, wie sie inzwischen ist. Und das ist sehr interessant, weil wir verweisen oft darauf, das ist ja natürlich, Deutschland muss ja sozusagen mithalten, international, da wird ja immer so argumentiert. International sieht es aber etwas anders aus. Das ist, wenn man so ein bisschen auf ein paar Zahlen guckt, in den USA beispielsweise, was machen Therapeuten real? Da gibt es die, es gibt immer keine, so oft macht man solche Untersuchungen nicht, aber es gibt eine Studie, die 2010 veröffentlicht, deren Daten allerdings auch schon auf 2006, 2007 zurückgehen, über 2200 Therapeuten oder Psychotherapeuten. Ich habe das ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt. Das müssen Sie jetzt gar nicht im Detail lesen, wie angestrengt Sie da hingucken, nee, müssen Sie gar nicht, das ist also eher der Reporter rechts. Ich habe Psychotherapeuten in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir sollten immer fair sein, und Psychotherapeut in USA bedeutet schon was anderes als bei uns. Also das ist eine breitere Gruppe, muss man schon sagen. Also es ist nicht wirklich hundertprozentig vergleichbar, aber doch interessante Hinweise. Und Sie sehen, nach welchem theoretischen Modell arbeiten die meisten Leute, keinesfalls 100%. Etwa Behavioral Therapy, sondern die kognitive, etwa 79%, immer noch viel. Das überlappt sich natürlich. Family Systems, 49. Mindfulness, die eben gar nicht zur Verhaltenstherapie gehört, nach Sicht dieser Zeitschrift und der Amerikaner. Die unterteilen also ganz anders. Jetzt werden wir auch noch sehen, welcher Trick das hier in Deutschland ist. Psychodynamisch nur noch 36, aber immerhin Rogerian Humanistik, da gehören sicherlich auch die Gestalttherapeuten dazu, 31%. Also durchaus, da wären wir auch zufrieden, wenn das sozusagen für uns so wäre. Wir müssen ja nicht plötzlich Deutschland in eine Monokultur der Humanisten verwandeln. Das wäre für mich dann würde ich auf die Barrikaden gehen und würde sagen, also die Verhaltenstherapie brauchen wir auch, da hätte ich nichts dagegen, aber eben nicht nur. Ne? Okay. Mindestens genauso interessant ist das, was ich noch rausgezogen habe. Überhaupt nur 2%, nämlich von 2.259 Leute, identifizierten sich selbst vollständig mit nur einer Richtung. Die anderen machten irgendwas Eklektisches, was immer das sein mag. Heidi hat ja schon ein paar Worte dazu gesagt, gerade eben. Wir sollten natürlich schon versuchen, eher integrativ zu denken und nicht nur eklektisch, aber das wäre ein anderer Vortrag. Aber das Spannende ist eben nur 2%. Die meisten machen das, was ich mal unterstelle, was die meisten in diesem Raum auch machen, Learning from many masters.
Und das ist nichts unbedingt Schlechtes. Wenn man das nicht theoretisch fundieren kann, ist das auch nicht schlecht, aber nur sozusagen in einer Richtung ausgebildet zu sein und das sein Leben lang an Patienten zu vollstrecken, ist, glaube ich, für alle Beteiligten nicht das Optimale. Das müssen Sie jetzt im Detail auch nicht lesen, sondern ich greife ein paar Sachen raus. Also versuchen Sie gar nicht, ich hoffe, man kann es auch gar nicht lesen. Es geht eher um die gesamte Tabelle. Sie werden sehen, was ich rausgreife. Das sind die Häufigkeit, mit der die Dinge angekreuzt worden sind. Was viel interessant ist, die rechte Spalte, falls man überhaupt was lesen kann, ja doch so einigermaßen. Also die von den drei Spalten rechts ist das erste, was man gar nicht macht. Die zweite ist, was man etwa in der Hälfte der Fälle macht. Und die letzte ist das meiste, also was man in den meisten Fällen Therapeuten machen. So, jetzt greife ich mal aus der Mitte was raus. Ich übersetze das immer gleich. Fördern die Beziehung zu Gott oder höheren Mächten als wesentliche therapeutische Basis. Antworten immerhin, also 80 machen das nicht sozusagen, sehen das nicht so als die wesentliche Basis an. 9% in der Hälfte der Fälle und immerhin 11% machen das. Gut, wir sind in Amerika, nicht, mit der Studie, da wundert uns das nicht. Da glaubt man noch an die kleinen Elefanten, die der liebe Gott da reingesetzt hat und nicht an die Evolution. Also Sie wissen, in manchen Ländern sogar oder in manchen Staaten verbindlich. Aber interessanter ist, darunter, nämlich nicht 11%, die also vor allen Dingen Therapien in der Vermittlung höherer Mächte sehen, sondern die Expositionstherapie machen oder ein Treatment-Manual verwenden, nämlich die davon nur noch die Hälfte, sozusagen 5% nur. 5%, ne, das muss man sich vorstellen, also deutlich weniger als das, was wir oben hatten. Gut, dann gibt es einige, die so im Mittelbereich liegen, zwischen 45 und 20%. Das ist jetzt gerade, die ich rausgegriffen habe, eher die, wie man hier sagen würde, tiefenpsychologischen. Die anderen sind eher die behavioralen, wenn man so will. Aber Sie sehen, die sind alle im unteren Feld, tauchen irgendwas zwischen 13% und 45% auf. Also in der rechten Spalte bin ich immer. Und was ist da oben eigentlich? Was machen die meisten? Tja, convey warmth, caring and respect und so weiter. Also alles humanistische Qualitäten. Das ist den meisten zu 97% oder 93% und so weiter enorm wichtig. Also dieses Märchen von Amerika, dass die überhaupt nur noch evidenzbasierte Therapie, EST vollstrecken, lässt sich zumindest anhand der empirischen Umfragen so nicht halten. Ja, weshalb nicht? Weil wir eh wissen, dass therapeutische Beziehung ganz enorm wichtig ist, für egal welche Technik ich verwende. Allerdings, ne, ich bin zu sehr Methodiker, das ist eine sehr schöne Botschaft, die da steht, Sie kennen das, 30% sind therapeutische Beziehung und so weiter und überhaupt nur 15% sind die Methoden. Das sollte man mit Vorsicht genießen, auch wenn das von berühmten Leuten erstellt und zitiert wird. Also es ist eine sehr positive Botschaft. Ich würde sagen, da ist auch einiges dran, aber man sollte es nicht so nehmen, wie es da steht. Ich hoffe, dass humanistische Therapeuten sogar mehr als 30% haben. Und ich gehe davon aus, dass Verhaltenstherapeuten weniger als 30% haben. Ich hoffe, dass je nach Patient das Ausmaß etwas unterschiedlich ist und so weiter. Also was da eigentlich gemittelt wird und wie man zu solchen Aussagen kommt, sollte man selbst bei solchen Zahlen, die uns sympathisch sind, mit Vorsicht genießen. Aber der Trend, die Richtung, dass die enorme Bedeutung therapeutischer Beziehung im Vergleich zur eigentlichen Methodik im Zentrum steht, das ist sozusagen aus meiner Sicht durchaus richtig. Das ist auch wahrscheinlich über die Studien stabil. Aber wir müssen eben mit solchen Zahlen sehr vorsichtig sein. Aber ne, wenn die anderen die Zahlen benutzen, völlig unkritiklos, in Deutschland können wir auch andere Zahlen ebenfalls so benutzen, aber eben nicht so kritiklos. Wir müssen ja nicht alles Schlechte nachmachen. Nochmal 2% benutzen das überhaupt nur. Wie sieht es in Deutschland aus? Ganz kurz, ich will mich gar nicht so lange mit solchen Zahlen aufhalten. Es gab 1987, also vor der großen Wende, ich meine nicht politische, ich meine die gesundheitspolitische, also nicht die Wiedereingliederung der Ostteile in die
in den Westen der Bundesrepublik Deutschland, wie sie jetzt heißt, insgesamt, sondern ich meine natürlich das Psychotherapeutengesetz, also 87, und Sie sehen, die Zahlen kann man, glaube ich, lesen. Familientherapie 29, aber dann Gestalttherapie 28, Gesprächspsychotherapie 55%, also eine gute Besetzung in Deutschland. 2005 wurde gefragt, welche abgeschlossene Ausbildung die Leute hatten, die Therapeuten, und zwar die, die dann überhaupt als Therapeuten, also approbiert, niedergelassen werden durften, welche sie ursprünglich mal hatten. Und Sie sehen, natürlich logischerweise sind da die humanistischen Therapien bereits deutlich ausgedünnt, weil das waren ja eher Sonderfälle, die überhaupt dann, also oder jeweils eine kleinere Anzahl darüber durfte. Wenn man fragt, als was sind sie zugelassen, klar fällt das untere raus. In Deutschland ist man eben entweder als, wie es neudeutsch heißt, psychodynamischer Psychotherapeut oder als Verhaltenstherapeut zugelassen. Alles andere fällt natürlich pro Pharma weg. So sieht es eben aus. Aber wenn man fragt, welchen Nutzen haben denn die Richtungen für die praktische Arbeit, also wir sind immer noch in 2005, und nur die Werte, die über 50%, also mehr als, also ne, auf so einer Skala von 1 bis 100, mehr als 50 ankreuzen, also eine hohe Bedeutsamkeit haben, da tauchen plötzlich wieder, ne, auch bei den richtigen Therapeuten oder bei den jeweils approbierten Psychotherapeuten, Gesprächstherapie, Gestalttherapie, Familientherapie, also alles die in Deutschland in Anführungsstrichen verbotenen Verfahren wieder auf. Wenn man fragt, in welchem Maße tragen die verschiedenen Therapieschulen zur persönlichen therapeutischen Identität bei, ist ja vielleicht auch keine so völlig irrelevante Frage. Auch da sehen wir im hohen Ausmaß, in einem hohen Prozentsatz, die in Deutschland gar nicht mehr vorhandenen Verfahren. Und wenn man dann so ein bisschen guckt, nur 21% der Therapeuten kreuzen an, sie tun das, wofür sie eine Zulassung haben. 54 arbeiten integrativ, 24% eklektisch, was immer der Virgo sagt, das heißen mag. Nochmal, ich arbeite daran, dass das ein bisschen integrativer, theoretisch fundierter wird. Aber wie auch immer, das unterscheidet sich natürlich nach den, wie es neudeutsch heißt, psychodynamischen und nach der VT-Ausbildung, wie Sie auch vermuten würden. Die Psychodynamiker sind sozusagen immerhin ein bisschen treuer ihrem Verfahren, aber auch nur 48%. Und von der VT überhaupt nur 16%. Das sind die realen Zahlen. Also gut, das sind die realen Zahlen 2005, aber ich vermute mal, dass das nicht so wahnsinnig viel anders ist. Dazu aber gleich noch ein Satz. Aber was man als Fazit nehmen könnte, Psychotherapeuten sind zurzeit noch jedenfalls wesentlich kompetenter, als die formale Richtlinienstruktur ihnen zubilligen will. Eine gute Botschaft, aber wir sollten die nicht also in ihrer Positivität nicht überschätzen. Das war 2005. Ich denke, ein bisschen ist es auch noch 2014, weil auch in diesem Raum sitzen durchaus nicht mehr die Allerjüngsten, die so um 20 sind und 25 oder so, an deren Ausbildung ich auch teilweise beteiligt bin. Und da gibt es, wie wir auch im letzten Kongress gesehen haben, in Berlin, der AGAPT, über den ich gleich noch was sagen werde, da kommen dann zunehmend auch die Peers oder sogar Studenten und sagen, sie hätten überhaupt noch nie was in ihrem ganzen Studium von humanistischer Psychotherapie gehört oder von anderen Ansätzen. Also nicht mal in irgendeinem Seminar gab es dann das. Und das sollte uns doch schon zu denken geben. Das heißt, es ist klar, dass jedes Studium ein Ausmaß von Indoktrination hat, wenn Sie gesellschaftlich ein bisschen soziologisch denken können. Ne, jede Kultur verhindert sozusagen Alternativen. Studium auch indoktriniert automatisch, aber nicht in einem solchen Maße, dass man von anderen überhaupt nichts mehr hört. Das ist schon sehr bedeutsam. Also wir müssen schon damit rechnen, dass wir eine inhaltliche und vor allen Dingen auch eine formelle Ausblutung qualitativ hochwertiger Ausbildung und Ansätze in Deutschland haben. Das wird sich, ohne dass etwas passiert, über das ich gleich reden werde, sicherlich nicht halten lassen. Also deswegen ist das wirklich notwendig. Es wendet eine Not, die zwar gerade erst so deutlich im Entstehen ist, aber immerhin die da ist. Also ich lasse mich eigentlich nicht gerne überhaupt irgendeine Schublade packen, aber natürlich von Hause aus war ich mal bin ich auch oder das war ich nie. Ich war personenzentrierter. Naja, scheint diese Bezeichnung Gesprächspsychotherapie ist sowas Dämliches, aber gut. Also sie war auch politisch notwendig damals, das sei Tausch angerechnet, aber also personenzentrierter Therapeut oder humanistischer Psychotherapeut.
wie auch immer. Aber ich habe das eben mitgekriegt, wie die Gesellschaft, eine der größten war mit 8.500 Mitgliedern, fast an den finanziellen Rand des Ruins gekommen ist. Das hat natürlich, sowas soll man ernst nehmen. Okay, also es droht tatsächlich noch schlimmer zu werden. Also wirklich eine Versteppung deutscher Landschaft, im Gegensatz nochmal dazu, dass international das durchaus anders aussieht. Und man muss eben sagen, dass auch die Seite muss man betonen, sonst werde ich immer angemahnt, ja, aber, ne, klar, wir haben die beste Finanzierung in Deutschland, aus Sicht der Patienten. Jeder Patient, der auf jeden Fall eine Diagnose kriegt, eine ICD-Diagnose kriegt, ne, die berühmten Stunden, das wissen Sie alles, muss ich im Detail nicht ausführen. Das gibt es so in keinem anderen Land der Welt, muss man auch sagen. Das ist die positive Seite. Aber die negative Seite auch, es gibt kein Land, das mir bekannt ist, das eine so rigide Abschottung auf zwei Verfahren sozusagen hat. Ich sage mal zwei, weil klar, Analyse und tiefenpsychologisch ist zwar in den Therapierichtlinien drin, aber sie haben sich ja inzwischen nun vereinigt, aus vielerlei Gründen, zum psychodynamischen Verfahren. Also im Grunde gibt es nur noch zwei. Und wenn man ein bisschen die politischen Bewegungen sich anguckt, weiß man, die zwar immer an dem Ast mitsicht, auf dem sie selber sitzen, aber die muss ganz schön ums Überleben kämpfen, dass es überhaupt nicht nur eine gibt. Bei aller Erweiterung auch, das muss man auch sehen, aber darüber näher ein paar kritische Worte auch. Warum ist das so? Warum gibt es ein Land, das mal ein Land der Dichter und Denker und auch durchaus nicht schlechter Wissenschaftler war, das so viel anders ist als alle anderen Länder, was diese rigide Abschottung betrifft? Das muss man sich immer mal klar machen. Ne? Wieso können wir davon anderen nichts übernehmen? Nun, ein bisschen muss man dann in die Geschichte gehen. In aller Kürze, vieles wissen Sie, 1999 kam das Psychotherapeutengesetz. Es gab viel Gerangel im Vorfeld, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Die Gesprächspsychotherapie wurde dann genannt, viele waren dafür. Die Gestalttherapie auch zu einer Zeit. Und Lotte Hartmann-Kottek und Uwe Strümpfel haben da ja einiges vorgelegt, auch juristisch, aber auch vor allen Dingen an Daten, dass da manches umgedeutet wurde von den Grave-Daten im Vorfeld bereits, wie auch immer. Jedenfalls waren dann letztlich nur die beiden Richtlinienverfahren drin. Und andere sollten laut Gesetz und von der Idee her, deren wissenschaftliche Anerkennung sollte sogar noch festgestellt werden, und zwar gegebenenfalls, wohlgemerkt gegebenenfalls, durch das Gutachten eines sogenannten wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie. Das ist dann alles real, also so sieht es aus, formell. Real ist das anders gekommen, weil im wissenschaftlichen Beirat, jedenfalls der ersten Periode, überhaupt nur Richtlinienvertreter drin saßen. Und das ist so, wenn Sie in Deutschland erstmal sagen, also wir ordnen dann den Straßenverkehr völlig neu. Na gut, alle Autos können wir jetzt nicht von der Straße nehmen, dann können wir zwar die sanieren, aber das ist nicht ganz praktisch. Ein paar Leute wollen ja auch fahren. Also lassen wir mal Opel und Mercedes zu. Und dann sollen die Ingenieure von Opel und Mercedes bestimmen, welche Autos noch zugelassen werden. Sie können einfach davon ausgehen, wie das Verfahren ausgeht. Egal, was an Redlichkeit, Menschlichkeit und sonst was da ist. Also wenn man ein bisschen soziologische, juristische und sonstige Gruppendynamik vielleicht nicht völlig naiv ist, dann kann man auch bei persönlichen guten Motiven der Einzelnen kann man ungefähr sich ausdecken, wie das ausgeht. Na klar. Also wenn man hat denen überlassen, sozusagen zu definieren, was wissenschaftlich anerkannt heißt und was dabei rausgekommen ist, wissen Sie oder können Sie im Internet unter dem Stichwort Methodenpapier nachlesen. Sie können da auch mein Minderheitenvotum, ich war dann ja auch eine Periode dabei. Ja, darüber erzähle ich jetzt mal nichts. Sie können sich ahnen, dass das nicht ganz einfach immer war. Also auch vor allem auch psychisch und psychohygienisch nicht. Ja, das ist überhaupt nicht lustig. Also es wäre sicherlich ganz sinnvoll, ich wäre immer noch dabei, aber nicht für mein persönliches Überleben. Das ist schwer auszuhalten. Okay, es ist klar, in diesem Methodenpapier bedeutet es einfach ein extrem aufwendiges, zeitraubendes Prozedere, was irgendwie ganz logisch ist, wenn man nur die reinen Ausbildungskosten, gar nicht alles andere rechnet, dann sind das ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, 15 Millionen pro Jahr. Und da kommt noch eine ganze Masse dazu. Und jedes Jahr,
was sozusagen bestimmten Gruppen 15 Millionen schon mal so als Grundbasis sichert, neben vielen anderen, ist natürlich eine gute Motivation sozusagen, dann nicht die Anerkennung der anderen mit einer riesen Tempo voranzutreiben, sagen wir es mal so. Und dann gibt es, was ich da genannt habe, die GBA-Phase, weil die Idee vom Methodenpapier war nämlich unter anderem auch, dass endlich mal der gemeinsame Bundesausschuss, der für die sozialrechtliche Anerkennung zuständig ist, und der wissenschaftliche Beirat, der für die berufsrechtliche Anerkennung zuständig ist, auch eine ganz raffinierte Konstruktion in Deutschland. Also eine Doppelhürde ist immer noch besser, da stolpern vielleicht doch noch mal jemand drüber, wer die erste vielleicht geschafft haben sollte, aus Versehen. Die Idee war, das zu koordinieren, und Sie wissen, was mit der Systemischen passiert ist. Wir haben die endlich nach Jahren des Ringens, über die ich irgendwann mal ein Buch schreiben werde, aber dann auch erst später, da muss man auch ein paar Namen nennen und okay. Aber es ist jedenfalls durchgekommen. Und dann glaubten eigentlich viele Naivlinge, das dauert ja höchstens 3 Wochen. Realisten wie ich dachten, naja, es dauert vielleicht ein Jahr, bis das durch ein GBA ist, weil die lassen sich Zeit. Und sie wissen, wie es war. Es hat 5 Jahre gedauert, bevor die überhaupt angefangen haben. Und jetzt prüfen die wahrscheinlich noch viele Jahre dieselben, das ist ja der Sinn des Methodenpapiers, dieselben Studien nach genau denselben Sachen, aber die brauchen wahrscheinlich Jahre, um sich das nochmal, wahrscheinlich zum 5. Mal, denn das sind ja alle Studien, die bereits in Zeitschriften Peer-Reviews durchlaufen haben, also x-mal angeguckt worden sind, dann sind sie vom wissenschaftlichen Beirat zerlegt worden, hinten und vorne und hinten und quer und oben, das ist also jahrelang, Stunden, ganze Sitzung wurde über eine einzelne Studie geredet, ist dann diese Stichproben wirklich und kann man sich dann nicht doch noch die grünen Männchen am Mars vorstellen, die vielleicht es doch beeinflusst haben und, oder sonst etwas. Nachdem es nun endlich durch ist und ein Methodenpapier festgeklopft ist, nachdem sich auch der GBA dann richten will und richten wird, wahrscheinlich werden noch mal jetzt dieselben Studien nach denselben Kriterien jahrelang geprüft. Und da fällt einem schon schwer als Wissenschaftler zu glauben, dass das reine wissenschaftliche und ethisch anständige Motive sind und dass das nicht mit dem darunter zu tun hat. Ein Punkt aber, der mit meinem Thema und mir viel wichtiger ist noch, oder mindestens genauso wichtig damit zusammenhängt, ist die vermessene Sicht auf Psychotherapie und den Primat der RCT-Forschung. Und dazu will ich jetzt ein paar Bemerkungen machen. Zumindest in der Psychologie, aber natürlich auch in verwandten Fächern, Pädagogik und so weiter, aber in der Psychologie, wenn Sie Lehrbuch aufschlagen, sehen wir, egal welches Fach, Sozialpsychologie oder Entwicklungspsychologie oder was auch immer, sehen Sie einen unglaublichen Fundus an tatsächlich hart erbrachten, hochinteressanten Fakten. Das macht die Lehrbücher der Psychologie auch aus meiner Sicht durchaus interessant. Und der allergrößte Teil, also die Basis für die beachtliche Leistung dieser akademischen Psychologie, liegt im Experiment. Das ist was sehr Gutes, das ist sehr fundiert. Und die Logik dahinter, ich will jetzt nicht mit Statistik quälen, hat aber was mit der Wirkfunktion zu tun. Also X wirkt auf irgendetwas, ein Organismus zum Beispiel, und da kommt Y raus. Oder Sie kennen das alle, das X ist dann eine unabhängige oder abhängige, und Y eine unabhängige abhängige Variable. Oder Input, Output oder Reizreaktion ist immer das gleiche Schema. Das funktioniert sehr gut. Frage, ist das ein brauchbares Schema für die Psychotherapieforschung? Also Psychotherapie X wirkt, so sieht es ja auch aus, auf Patienten mit Störungen aus dem Anwendungsbereich A, sagen wir affektive Störungen. Und man will natürlich, was heißt wirkt, eine Verbesserung auf irgendeine Variable Y mit einer Effektstärke von E kriegen. So stellt sich, wenn man das Schema oben hat, man sich vor, ja, so könnte man noch Psychotherapieforschung machen. Und so wird sie natürlich auch gemacht. Aber was ist das Problem dabei? Es gibt eine Reihe, wie immer bei Wissenschaft, immer impliziten Annahmen, über die man nachdenken muss. Erste implizite Annahme, es gibt überhaupt ein X. Das heißt, Psychotherapie ist überhaupt so klar beschreibbar, wie üblicherweise in experimentellen Designs die Input oder die Reiz oder die unabhängige Variable ist. Das kann man schon mal bezweifeln, beziehungsweise was ist dafür notwendig? Dafür ist in der Tat das notwendig, wie es gemacht wird. Wir brauchen eine Manualisierung, damit überhaupt Therapie X auf der Seite drin ist. Sie wollen ja, wenn Sie, das ist immer die Pharmakologik, wenn Sie eine Flasche kaufen, wollen Sie auch, dass das drin ist, was draufsteht und nicht irgendwas. Also Sie brauchen, das ist die Idee der Manualisierung, also Sie kommen notwendigerweise dahin.
Aber das reicht natürlich nicht aus. Sie brauchen in der RCT Logik oder, wenn Sie die Frage so stellen, brauchen Sie natürlich die feste Länge. Sonst wissen Sie nicht, liegt es jetzt an der Vorgehensweise oder liegt es daran, dass der eine 30 Stunden und der andere nur 20 Stunden gebraucht hat, ne, und so weiter. Das heißt, Sie kriegen eigentlich das, was tatsächlich in der RCT-Forschung, also als notwendigen Output, was da tatsächlich hochgehalten wird. Das ist eine, wenn Sie das so machen, in ein solches Design reintun, ist das notwendig. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie das Schema sowieso aufgeben und dann geben Sie eine ganze Masse auf. Aber selbst im Psychotherapeuten-Journal sagte der Verhaltenstherapeut Zabrock, schon VT stellt eben nicht die Behandlung von Diagnosen mit medikationsähnlichen Standardinterventionen dar. Na, eine tolle Einsicht, finde ich sehr gut für die Verhaltenstherapie. Aber Sie merken, das ist, wie passt denn das zu dem Schema? Also großes Fragezeichen. Zweitens, es gibt überhaupt A. Das macht Sinn, von A zu reden. Also Patienten mit Störung im Anwendungsbereich affektive Störung. Wiederum haben wir die Idee, wir brauchen reine Störungen. Die werden da auch meist dann in solchen Designs verwendet, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wir wissen aber, dass die meisten Patienten komorbide sind, was als Begriff selber schon eine Perversion ist, weil die Leute, sie können an einer psychischen Störung leiden und Fußpilz haben, dann sind sie komorbid. Aber wenn sie in zwei Kategorien fallen der ICD-Diagnostik, haben sie in der Regel nicht zwei Störungen, sondern sie haben eine Störung, die in zwei Kategorien fällt. Und das ist was ganz anderes. Der Mensch wird beschrieben, und das war nie die Idee von Diagnostikern, mit ihren Kategorien sozusagen Menschen zu identifizieren, sondern über Störung zu reden. Natürlich kann jemand sozusagen in zwei, mit seiner Störung, weil es natürlich viel mehr Störung gibt als diagnostische Kategorien, kann natürlich selbstverständlich jemand in zwei oder auch drei oder noch mehr reinfallen. Deswegen ist es trotzdem ein Mensch mit einem Störungsbild, das eben ein bisschen komplexer ist als nicht als die Diagnostiker sie gedacht haben, nochmal, die da dachten sich was ganz anderes, aber als so eine Cluster oder eine abgeschottete Diagnostikvorstellung sozusagen dahinter steht. Na, auch da, und der nächste Punkt ist natürlich, wenn Sie irgendeine bakterielle Infektion haben, da kann man davon ausgehen, und Sie gehen zum Arzt und der bestimmt in den Stamm, da kann man davon ausgehen, dass diese bakterielle Infektion, wenn es nicht ein ganz neues Bakterium ist, eine Realisation dieser entsprechenden Bakterien ist. Ist aber eine Depression, die Ihr Patient, der vor Ihnen sitzt, schon das ist ja, also wiederum falsche Formulierung eigentlich, ne? Wir merken, wie wir suggestiv diese Formulierung benutzen. Es war gar nicht trickreich, es war jetzt nicht jetzt rhetorische Figur, sondern ich bin selber reingefallen. Also der Mensch, der vor Ihnen sitzt und Sie diagnostizieren eine Depression, ist denn dieser Mensch und oder die Depression eine Realisation sozusagen aus der Klasse, der allgemein statistischen Klasse der Depression? Also so wie ein Bakterium bestenfalls noch eine Realisation aus der Klasse dieser entsprechenden Bakterien ist, da würden wir auch zumindest drei Fragezeichen machen. Ne? Das ist. Nächstes, X ist isolierbar, ist natürlich notwendig, damit nicht irgendwelche anderen Dinge wirken, also notwendig keine weiteren Einflüsse, als die, die im Design vorgesehen sind, wohlgemerkt. Und da sind schon die therapeutische Beziehung, über die ja nun alle reden, eigentlich ein Hindernis, in manchen Verfahren jedenfalls. Denn es gibt nach wie vor keine saubere Theorie der Verhaltenstherapie, die in der Sauberkeit, wie sie über die anderen Aspekte spricht, sozusagen die therapeutische Beziehung theoretisch mit einbezieht. Sie benutzen sie also, aber es ist kein Bestandteil der theoretischen Konzeption. Also auch da fragt man sich eigentlich, ja, wie geht das eigentlich? Also was wirkt denn da überhaupt? Und gibt Dismantling? Dismantling heißt, dass man einzelne Sachen da rauszieht. Was passiert da eigentlich sozusagen, wenn man jetzt Verhaltenstherapie ohne Beziehung macht und eine mit Beziehung macht? Denn das müssen wir eigentlich tun, um genau diese Faktoren zu untersuchen. Und Sie merken schon, also irgendwie klemmt doch diese ganzen Vorstellungen, wenn man mal wirklich genauer hinguckt von diesem wunderbaren Design. Und letztlich, mindestens genauso wichtig, die Idee, wenn ich so vorgehe, müssen Daten aggregierbar sein. Denn es gibt immer gruppenstatistische Daten. Das hat wiederum, ohne jetzt in die Details eingehen zu wollen, das hat da Vorstellungen über bestimmte Konzeptionen, nämlich, dass eigentlich Heilungsverläufe und Therapie
Wirkungseffekte linear sind, nur dann können Sie Daten, wie man zeigen kann, da will ich jetzt nicht im Detail eingehen, nur dann können Sie aggregieren. Wir aber gehen alle davon aus, dass Entwicklungsverläufe grundsätzlich, und dazu gehören auch therapeutische Prozesse, nicht linear sind. Sie mühen sich ab und mühen sich ab und mühen sich ab und es passiert gar nichts und plötzlich finden wir da einen Schub, wie überall, schon beim Problemlösen. Wenn Sie ein komplexes Problem lösen und Sie nach einer Stunde macht es den Aha-Effekt, dann sieht das eben nicht so aus, dass Sie nach 6 Minuten 1/10 gelöst haben, nach 12 Minuten 2/10. Ne? Das ist so das Abarbeiten von irgendwelchen Stapeln. Natürlich machen solche linearen Modelle auch Sinn, aber in der Psychotherapie, in Entwicklungsverläufen grundsätzlich nicht. Also nicht linear. Und wenn Sie das zulassen, kann man zeigen, man kann beliebige Artefakte produzieren. Also spricht eigentlich alles dagegen, solche Designs zu verwenden im Bereich von Psychotherapie. Und zwar, wie gemerkt, auch von Verhaltenstherapie eigentlich. Also weil es auch nicht aggregierbar ist. Nun müssen wir aber natürlich, wenn wir Forschung machen, grundsätzlich idealisieren. Das heißt, unter bestimmten Bedingungen und sehr, sehr vorsichtig ist eine solche Vorgehensweise, solange man nicht Besseres hat, und da haben wir noch nicht so wahnsinnig viel, also Aussagen unter sehr artifiziellen Bedingungen gültig. Das gilt natürlich für die Grundlagenforschung der Psychologie allgemein, deswegen auch oben die Basis für die beachtlichen Leistungen. Da kann ich ins Labor gehen. Und tatsächlich, das haben Sie alle gelernt, wenn man jemals ein Experimentalpraktikum in seinem Studium gemacht hat, da kann man sehr sauber dann, das muss man dann auch das definieren, aber ich habe gerade gezeigt, das geht hier alles nicht. Aber natürlich kann man auch therapeutische Grundlagenforschung machen, also in Aspekte von Grundlagenforschung, also auch ins Labor gehen und bestimmte Sachen gucken, wie sie eigentlich wirken. Aber Sie merken, das hat mit der realen Psychotherapie nichts, also deckt das jedenfalls nicht ab. Ich bin mal ganz vorsichtig. Ich will nicht sagen, es hat nichts damit zu tun. Na klar sind das wichtige Hinweise, aber es deckt das überhaupt nicht ab. Wann gilt denn das aber trotzdem hinreichend für die Psychotherapie? Also hinreichend heißt, also es gilt sowieso nicht. Aber wann passen denn, aber das müssen wir grundsätzlich fragen, wann passen Modelle mal mehr oder mal weniger? Und der Punkt ist, ja, sie passen dann besser, wenn Programme, möglichst manualisiert, das wurde, glaube ich, auch deutlich, angewendet werden. Und das ist in der Tat eine verhaltenstherapeutische Logik. Deswegen sind die auch aus vielerlei Gründen, auch deswegen haben die so viele Studien, weil das Wunderbare in diese Logik passt, Wunderbare in diese Art, wie man an deutschen, also an internationalen Universitäten natürlich auch extra macht. Und das nochmal, das ist auch was ganz Wertvolles. Es passt aber wunderbar an diese Karrieremuster an Universitäten und so weiter hinein. Da kann man Arbeiten tailorisieren, zerlegen und dann kann man das so wunderbar aufbauen. Ne? Das ist ja auch was Gutes. Warum? Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber humanistische Psychotherapie, ich hoffe, da sind wir uns alle in diesem Raum weitgehend einig, wendet typischerweise, nichts, dass man es auch machen kann, aber typischerweise keine Programme an, sondern vielmehr entfalten wir situationsspezifisch, und Situation heißt, da geht der Patient mit ein, mit seiner gesamten Biografie, da geht das, was dann von mir aus die ICD-Störung ist, mit ein, was dann da geht mit ein, tatsächlich der bisherige Verlauf der Therapie, da geht die konkrete Situation mit ein und so weiter. Also das kann man jetzt beliebig aufdröseln, aber das wissen Sie wahrscheinlich. Also situationsspezifisch entfaltet, das heißt, wir haben eher allgemeine Prinzipien, nach denen wir vorgehen, die wir dann in der Situation entfalten. Und das ist in der Tat ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Die Anwendung von Programmen, die noch einigermaßen mit diesem Design vielleicht brauchbar erfasst dann noch deutlich schlechter Ansätze, die eher Prinzipien entfalten. Eben nur dann, wenn die künstlich manualisiert werden. Aber das bedeutet sozusagen, jemand den Pferden oder Menschen, die hinter Hecken wohnen, hinter Tümpeln wohnen, in Landschaften wohnen, wo aber keine Autostraßen sind, aber nur für die Autofans, die mir sagen, ja, wir wollen aber gern wissen, wie schnell die Autos fahren. Und die Pferde sollen gefälligst dann, wenn sie dann mitrennen wollen, auf dieser Autostraße rennen. Aber man erreicht dann eben bestimmte Menschen auch nur, die an Autostraßen wohnen. Ist, glaube ich, völlig deutlich von der Metapher her. Oder mit diesem Bild, damit das objektiv zugeht und gerecht, erhalten Sie alle die gleiche Prüfungsaufgabe. Klettern Sie auf diesen Baum.
Und man sieht, dass die Affen natürlich eine gewisse Chance haben. Das habe ich nicht gemalt. Also das Affe darf man nicht zu sehr ausdeuten. Und der Vogel vielleicht, im Gegensatz zum Elefant, zum Fisch und zum, was ist das da, ein Seehund oder Schnecke, auf diesen Baum zu kommen. Und Sie sehen, das gibt sozusagen Ideen von Gerechtigkeit, wo wir dann an diesem Bild, an diesem Witz dann sehen, das ist vielleicht etwas schräge zu dem, worum es vielleicht manchmal wirklich geht. Und ich würde auch sagen, hier, wenn man so vorgeht, wie geprüft wird tatsächlich in Deutschland, dann ist automatisch schon ein VT-Bias drin, der sozusagen implizit automatisch in der Betrachtungsweise eine Rolle spielt. Ich will das zumindest an einem Beispiel, damit ich nicht immer nur über Statistik rede, ich sagte ja am liebsten gar nicht, es deutlich machen. Also Ressourcen ist so ein Begriff, über den nur alle reden. Vor allen Dingen auch, wenn Sie Verhaltenstherapeut das Buch aufschlagen, die dritte Welle, alles ist voll von Ressourcen. Kongresse werden zu Ressourcen veranstaltet und so weiter. Humanistische Therapie ist aber immer schon ressourcenorientiert gewesen, noch bevor sie überhaupt davon so groß geredet hat. Und unterscheidet sich damit von so einem Störungsdefizitorientierten. Auch das ist der Vorteil, wenn jetzt auch in der Verhaltenstherapie von Ressourcen geredet wird, völlig klar. Also das ist auf jeden Fall besser, als nur so eine störungsspezifische oder nur so eine Störungsperspektive zu haben. Auch zu gucken, ja, was sind denn an Ressourcen da und warum ist das also beispielsweise in der Gestalt, Therapie, auch zugrunde liegende Gestalttheorie, wurde ja in mehreren Vorträgen auch schon hingewiesen. Max Wertheimer, einer der Gründer der Berliner Schule, noch bevor er aber hier in Berlin war, 1906, also vor über 100 Jahren, hatte in Berlin die Aufgabe, in Wien, taubstumme Kinder zu untersuchen mit der Frage, sind die eigentlich auch schwachsinnig? Und das Interessante ist eben, da merkt man die unterschiedliche Perspektive, humanistische Ansätze schon damals. Es gab nämlich auch damals schon eine ganze Masse Tests, defizitorientierte. Also heute würde man eben gucken, oder typischerweise, ja, was fehlt denn denen und bla 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 bla. Was auch nicht völlig falsch ist, nur man kann das auch anders machen. Und Wertheimer machte das so, dass er nicht guckte, welche Defizite haben die, jeweils nicht direkt, also nicht darauf fokussiert war, sondern umgekehrt. Welche Bedingungen brauchen diese Menschen? Wie müssen sie differenziell unterstützt werden, damit sie diese Aufgaben mehr oder weniger lösen können? Also man kann sagen, das ist ja fast das Gleiche, aber Sie merken, die Perspektive, die Herangehensweise ist deutlich eine andere. Das, was wir heute ressourcenorientiert nennen würden, was in dem Vortrag davor und in vielen anderen Vorträgen auch schon deutlich war, was eben bei uns eine Rolle spielt. Da ist natürlich die Selbstaktualisierungstendenz, ohne jetzt auf Details hier eingehen zu wollen und zu können in der Kürze, eine ganz zentrale Komponente von Kurt Goldstein und für uns alle in diesem Raum was Bedeutsames. Also die Idee, durch Gestaltung von Umgebungsbedingungen, dass das, was wir tun, die Selbstaktivierungs- und Selbstaktualisierungs- und damit die Ressourcen zu fördern und zu kräftigen. Also wir arbeiten über Umgebungsbedingungen im Wesentlichen, also keine direkte Instruktion in der Regel. Selbst wenn wir konfrontieren, dient das ja nicht darum, dass wir denen die wirkliche Wahrheit beibringen, sondern zu gucken im Sinne von Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Sozusagen als nicht eine Anfrage, weil wir was wissen wollen, sondern schau, wo du bist. Das ist ja unsere Grundhaltung. Wenn wir jetzt die dritte Welle der VT angucken, beispielsweise, ich sage nur die Namen, das können Sie ja, Linehan oder McCulloch oder Kabat-Zinn oder Hayes, das ist durchaus was Tolles. Es sind alles, würde ich mal sagen, die Prinzipien der humanistischen Psychotherapie, die in Programme gekleidet sind und zeigen, nochmal, wenn ich bei der Metapher bleibe, auch wenn wir unsere Pferde auf Autobahnen mitrennen lassen, sind wir nicht schlecht unter solchen Bedingungen. Also das ist völlig klar. Und das ist auch was Gutes. Die zeigen nochmal, wie wirksam selbst abgespeckte humanistische Prinzipien sind. Abgespeckt war jetzt nicht despektierlich genannt. Das kann vielerlei Gründe sein, zum Beispiel ein Programm in Kliniken, wo die eh nur 6 Wochen da sind und so weiter. Da macht das durchaus Sinn. Also vieles, man muss sowieso in der Kürze, kann ich nicht Radierung zeigen, sondern muss ein bisschen holzschnittartig schwarz-weiß. Ich weiß auch immer, das andere zu schätzen, aber ist, glaube ich, klar, selbst holzschnittartig schwarz-weiß ist nicht nur ein Bild, was uns vorgegaukelt wird, was wissenschaftlich sei.
Der Vorteil nochmal dieser Vorgehensweisen ist, diese Art von Ressourcen, ne, es geht um funktionelle Kompetenzen, wenn man genau hinguckt, die trainiert werden können. Ich habe mir die Programme und die Sachen sehr genau angeguckt. Es geht im Wesentlichen wirklich um Training funktioneller Kompetenzen. Und der Vorteil ist tatsächlich, klare Ziele, die sind operationalisierbar, passen also in die Designs, sind machbar und sie sind effektiv. Toll. Nochmal, das können wir sagen, ne? Können wir froh sein, dass jetzt da unsere Prinzipien wirken. Der Nachteil ist aber, jetzt rede ich ja nicht nur als Statistiker, sondern als der ich wirklich bin, nämlich auch jemand, der an innerlichen Fragen interessiert bin, sie fördert sozusagen unsere Sicht einer funktionellen Reduktion des Menschen. Also fast als Gegensatz wesentlich, darüber müsste ich jetzt sehr viel reden, aber ne, versus funktional. Was meine ich damit? Das wird zumindest ein Beispiel deutlich. Flüsse sind nur noch Energielieferanten, Bäume Holzlieferanten, Tiere Fleischlieferanten und sie merken, ne, das ist der funktionelle Blick und würde ich auf den Menschen wenden in einer solchen funktionellen Weise, dann ahnen wir ein solches funktionelles Konzept von Ressourcen, müssen wir nicht verdammen oder sonst etwas, aber es ist etwas anderes, deutlich anderes, als die meisten in diesem Raum, die humanistische Psychotherapie machen, in ihrem Hinterkopf und als Basis ihres therapeutischen Handelns haben. Ne, der Blick auf das Wesentliche wird dann eventuell verstellt. Also, was tun, wenn es dann so ist? Es geht ja nicht nur um zu jammern. Auch da wieder, ne, ich habe schon gerade gesagt, die humanistischen Tiere klettern erstaunlich gut. Jörg Bergmann in seinem Teilplenum hat gezeigt, die Daten, die wir jetzt zusammengesammelt haben für den Beirat, aber das alles nützt wenig, das auch in Kürze, wie sich das zeigt, ne, diese Doppelhürde, von der ich sprach, hat dazu geführt, dass Gesprächstherapie, Psychodrama, systemische Therapie und Gestalt, die auch schon Ende 99 sozusagen in den Startlöchern war, zunächst abgelehnt wurde mit bestimmten Regeln. Dann im zweiten Anlauf wurden mit dem Methodenpapier immer mehr verstärkt, sozusagen immer mehr die Kriterien angehoben, so ein Schwellenkriterium, störungsspezifisch, Indikationsbreite, eine bestimmte RCT-Auslegung, langer Rede, kurzer Sinn. Kein einziges Ansatz der Verhaltenstherapie, kein einziger Ansatz, gerade der psychodynamischen, könnten in Deutschland überhaupt die Kriterien bestehen, die da aufgestellt worden sind, sondern nur als Globalverfahren. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb sich die Psychoanalyse in Deutschland dazu durchgerungen hat, nur noch als eins von 21 Methoden, das muss man sich mal vorstellen, wenn man einen Psychoanalytiker kennt, die Psychoanalyse ist nur noch eine Methode von 21, also neben 20 anderen, von denen Sie vieles noch nicht mal gehört haben, und ich, der mich viel mit Analyse und psychodynamisch auseinandergesetzt hat, auch von manchen nicht gehört hat. Also nur noch eine von 21 Methoden der psychodynamischen Therapie. Das haben die natürlich nicht wirklich freiwillig und aus innerer Überzeugung gemacht, sondern einfach vor genau dem Hintergrund. Die Idee war dann natürlich zunächst mal historisch, Lotte Hartmann-Kottek hat das ja vorangetrieben, eben einen gestalttherapeutischen Ansatz auch zu machen, aber unter den Bedingungen, das war ja noch nicht wirklich klar zu dem Zeitpunkt, ne, er war gut begründet, viele Studien, aber gleichzeitig wurden die Kriterien hochgezogen und es wäre wahrscheinlich so ausgegangen, also mach schon, du willst doch dazugehören. Da sagen die alle, die dann bereits, sie sehen die anderen da, okay. Also das war, glaube ich, ganz gut, dass wir dann zumindest noch eine andere Idee eingezogen haben, nämlich diese, dann ähnlich, was die anderen auch gemacht haben, ich habe es gerade bei den Psychodynamikern erzählt, das ähnlich zu machen, das auch zu nutzen, diese Bewegung, die da sind und die Entscheidung des wissenschaftlichen Beirates, also ein Verfahren humanistische Psychotherapie in Deutschland zu stricken und in dem Zusammenhang ist auch eine Gesellschaft entstanden, also eine Metagesellschaft, wenn Sie so wollen, humanistische Psychotherapie, also AGHPT, Arbeitsgemeinschaft humanistischer Psychotherapie. Die übrigens, gehört, da war noch keine Werbung dafür, im September 2014 in Berlin, also 25. bis 28., ich glaube, man kann es aber sehen, ihren Kongress hat. Sie sind alle herzlich eingeladen, besonders Studierenden sind da, glaube ich, vergleichsweise sehr und Peers sehr preiswerter. Es gibt auch dann ein Buch, zu dem alle Richtungen beigetragen haben. Ne? Also alle sind insgesamt 11 Verbände, wo
wo die Gestalttherapie natürlich auch dabei ist und die Logotherapie-Existenzanalyse und die personenzentrierte und die Transaktionsanalyse und das Psychodrama und ich hoffe, ich habe jetzt keinen, sind bestimmt nicht alle, aber ich tue jetzt keinem Unrecht, wenn ich jetzt, glaube ich, nicht alle jetzt aufgezählt habe. Also, dieser Antrag ist 2012 gestellt worden, der Wissenschaftliche Beirat berät und berät und berät und berät darüber, das war aber eh zu erwarten, 270 Seiten. Es geht um die Homogenität dieser humanistischen Psychotherapie. Und deswegen bin ich auch fast, habe ich dann auch freudig zugesagt, weil Ihnen das ein bisschen klar zu machen, die Hintergründe, weil das geht nicht um einen Angriff auf die Gestalttherapie oder sonst irgendein Verfahren. Die Probleme intern sind, ne, jedes fürchtet um seine Eigenständigkeit, aber es ist wichtig eben auch diese Meta-Identität zu kommunizieren und immer auf die Psychodynamiker zu gucken. Glauben Sie, die 21 Verfahren der psychodynamischen oder 21 Methoden, wie sie heißen, der psychodynamischen Psychotherapie, lassen sich ihre Identität rauben? Glauben Sie, die Psychoanalyse, und wenn man die noch mal wieder aufgliedert, glauben Sie, die Jungianer oder die Freudianer oder die Adlerianer verstehen sich nicht als solche? Sie müssen ja nur ins Internet gucken und merken, sozusagen, wie quer sozusagen die Realität zu dieser Nomenklatur sozusagen ist. Und es wäre gut, wir würden das aber nach außen auch transportieren. Ruhig durchaus mit solchem Lächeln wie ich auch, wir müssen das ja und das ist, macht auch Sinn. Und das macht auch Sinn, würde ich sagen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Ne, nach außen ist eben die Gefahr, dass wenn die einzelnen Ansätze wiederum zerlegt werden, sagen ja, das sind die, also dann haben wir, wie ich glaube ich deutlich gemacht habe, null Chancen. Es ist keineswegs sicher, also wir sind seit 2 Jahren wird dann nun beraten und beraten und beraten. Wir haben gerade einen riesen Katalog gekriegt, den wir gerade beantworten. Okay. Wohin die Reise führen wird. Wir hatten gerade einen Vortrag davor, da passt, glaube ich, dieses Bild sehr zu, so oder so, um das etwas zu verdeutlichen. Man kann es auch so machen. Wir müssen uns sozusagen, also wir sind eine humanistische Psychotherapie mit allen Guten, ich habe es, glaube ich, auch genannt, und wir können natürlich uns jetzt nur entscheiden, gehen wir zur Hühnerfarm oder zur Psychiatrie als dieses Tier. Ich glaube, nur als Hühnerfarm, also nur, wenn wir noch sagen, na, irgendwas Hühnerisches ist auch an uns allen, können wir in diesem System überleben, so ähnlich wie die Psychodynamiker uns das vorgemacht haben und die Verhaltenstherapeuten letztlich auch. Das andere, ein zu starkes Beharren auf der Identität in formalen Kontexten, die müssen wir ja gar nicht aufgeben, aber in formalen Kontexten, also in kleinen humanistischen Ansätzen, das würde wir in diesem Lande, also wie ich immer sage, innerhalb der vom gemeinsamen Bundesausschuss bewachten Hoheitsgebiet des Bundesrepublik Deutschland, ne, nicht überleben. Also wir müssen irgendwie versuchen, in dieses Vor auch zu kommen. Allerdings jetzt die letzte Folie. Wir sollten auch bedenken, auch um dieses Vor herum, und vielleicht können wir das Vor ja auch beflügeln, gibt dazu sagen, auch noch blühende Landschaften, die sind nicht wirklich so verdorrt, indem wir vieles andere durchaus auch unterstützen. Ich unterstütze zum Beispiel ganz viel, wo überhaupt möglich ist, an Fachhochschulen, sozusagen die ganzen Unterwanderungen, die es da gibt, oder integrative Institute, die mit diesen neuen Kombinationssachen das auch machen. Und wir sollten nutzen sozusagen dieses jede Maulwurfsloch unter diesen starken Mauern auch mitzunutzen, aber nochmal, wir kommen nicht umhin, auch formell uns ein Stück in dieses Vor hineinzubegeben. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, der Applaus gilt nicht nur dem Vortrag, sondern auch dem Engagement über Jahre, glaube ich. Was machen wir nun? Noch ein paar Fragen oder lieber aufhören?
Müssen Sie wissen, aber ich glaube, na gut, also das müssen Sie entscheiden. Okay, nur da ist sie. Ah, oh, ganz viele. Würden Sie die Mikrofone hintragen? 1, 2, 3, habe ich gemerkt. Vielleicht sammeln wir ein bisschen. Ja, genau. Das ne? Vorhin auf dem Weg zur wissenschaftlichen Anerkennung haben Sie die Summe von 15 Millionen im Jahr genannt. Ich habe nicht genau verstanden, für was sie steht. Können Sie das bitte nochmal erklären? Achso, das kann ich ganz kurz. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Therapeuten das sozusagen jetzt pro Jahr in der Ausbildung gibt, also im PIA. Allein nur dieses sind 15 Millionen pro Jahr. Das war's. Genau, was alleine, und das natürlich, da kommt ganz viele Besetzung von Lehrstühlen und sowas, alles nicht mitgerechnet oder Nebenausbildung. Nur das bringt einen allein Gewinn von 15 Millionen, was natürlich durchaus eine Motivation ist, den Kuchen nicht freiwillig abzugeben. Ne? Vielleicht an Sie? Ich ruder so ein bisschen mit dem Vortrag, weil ich sehr oft erlebe, dass Forschung oder sich interessiert mit etwas befassen, mit Wissenschaftlichkeit in dieser normopathischen Form gleichgesetzt wird. Und ich möchte gern, oder ich habe ein bisschen vermisst, dass Forschen, sich damit auseinandersetzen, was ist da, näher hinschauen, Details erkennen, dass das eben noch was wesentlich anderes ist und dass das sehr wichtig ist. Wir haben ja hier oft die Diskussion, forschen wir in Gestalt, und dann gibt es viele Gegenstimmen. Und die Gegenstimmen beruhen eigentlich im Wesentlichen auf dem, was Sie uns jetzt gerade gezeigt haben. Mir ist es ganz wichtig, dass man da unterscheidet. Das ist mir, deswegen mache ich es jetzt doch gleich. Das ist mir auch sehr wichtig. Also das war jetzt hoffentlich nicht verstanden worden als Plädoyer gegen Forschung, sondern als ich, man kann es auch so verstehen, als ein Plädoyer für eine gegenstandsangemessene Forschung, wozu sogar auch Grundlagenforschung, also auch RCT, wenn wir das, ich habe ja gesagt, unter bestimmten Bedingungen, wenn wir das mit beherzigen, dass es sozusagen Basiswissen gibt. Aber wir müssen eben uns klar machen, wenn man humanistische Psychotherapie mit RCT-Designs beforscht, na, dann ist das sozusagen etwas, eine bestimmte Perspektive, womit gerade die Stärken oder bestimmte Stärken der humanistischen Psychotherapie nicht wirklich erfasst werden. Und wir müssten, mich wundert nur die Analytiker, naja gut, die haben da scheinbar keine Probleme mit. Also wenn man die Lehrbücher liest, und ich lese ja durchaus auch von denen relativ viele Lehrbücher, müssten die genauso sagen. Also ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, selbst für die Verhaltenstherapie gilt das nur bedingt. Und was wir eigentlich bräuchten in Deutschland, ist, dass wir endlich dieses Hickhack und dieses Anerkennungs und so weiter, sondern die vier Grundorientierungen, psychodynamisch, verhaltenstherapeutisch, humanistisch, systemisch, auf Augenhöhe miteinander Diskurse machen können, um genau zu gucken, wie können wir denn jetzt unsere Forschung voranbringen. Das wäre durchaus mein Anliegen. Kurze Ergänzung, das ist im Grunde das, was Jörg Bergmann als ja. Forschungskultur und Forschungsidentität benannt hat. Nur wir müssen eben leider, wir müssen leider sehen, dass große Ressourcenteile eben in eine inadäquate Forschung fließen müssen. Wir müssen also diesen Baum hochsteigen, auch wenn wir Elefanten sind und gar nicht darüber nachdenken können, oder wenn wir Seehunde sind und gar nicht nachdenken können, wie können wir denn dieses Medium sozusagen erforschen. Also das ist ja gerade das Problem. Meine Lebensressourcen gehen in dieses rein und für ganz viele. Und das ist, also es wird Zeit, dass wir endlich sinnvolle Psychotherapie, also uns über sinnvolle Psychotherapieforschung auseinandersetzen. Ne? Okay. Eine letzte Frage. Ach so, hier war ja auch noch der Christiane. Ja, mich interessiert, ob Sie diesen Vortrag auch schon mal vor Managern von Opel und Mercedes gehalten haben und wie die Reaktion von denen waren, falls das mal so war. Also ich glaube, die hätten, also natürlich nicht, aber ich glaube, die hätten eine Einsicht, also glaube ich mehr. Und ich glaube auch, also keiner, also wenn man ein bisschen was von Gruppendynamik versteht, oder auch wenn man überhaupt nur gesunden Menschenverstand oder sonst etwas, dann weiß man einfach, und das war ein Fehler des Gesetzgebers, man kann nicht zwei Interessengruppen sagen, jetzt entwickelt doch mal die Kriterien, wie ihr von eurem Kuchen was freiwillig abgebt. Da können die Leute noch so redlich im Einzelnen, noch so anständig, noch so wissenschaftlich sein. Das kann nicht funktionieren, und das hätte ein Gesetzgeber mit berücksichtigen müssen.
Ja, danke für die Anregungen. Kommt bei mir ein Aber. Ich erinnere, dass bei Tausch sehr früh angefangen wurde, Gesprächstherapie entgegen der damaligen, ja, von der Haltung her, wäre ja mehr psychodynamisch gerichtet, hätte man sie dahin strömen lassen können, sehr wohl geforscht wurde. Das waren die ganz platten Forschungs, nicht? Die haben wir noch durchgemacht, wir sind ja sicherlich eine Generation. Und von daher die Anfänge, nicht? Das heißt, wir haben dazu beigetragen, die humanistischen, könnte man sagen, selbstkritisch, dass es in diese Richtung ging, dann aber nicht so auf den Zug aufgesprungen, wie die Verhaltenstherapie, die damals ja erst entwickelt wurde. Die Anfänge haben wir ja noch mitbekommen, wie wir das machten, nicht? Und von daher, denke ich, müsste man selbstkritisch auch etwas, und das fiel mir so ein bisschen, vermisste ich hier, es war so die Bösen da. Natürlich gibt es, ja, so klang es für mich. Und ich weiß, dass die Analytiker ja mit ihren Einzelfallstudien, wie sie gekämpft haben, wie sie immer gesagt haben, sie kommen mit dieser Art der Forschung, kamen sie ja auch nicht und sind dann auf die empirische Forschung gezwungenermaßen aufgesprungen, relativ spät ja erst. Also von daher ist mir das ein bisschen sehr scherenartig, also schwarz-weiß wirkt es auf mich. Es ist viel, viel komplexer. Und ich denke, wenn, selbst wenn wir drin wären, uns käme nochmal eine ganze Welle angerudert. Diese menschlichen Egoismen, die sind leider da. Das heißt, die anderen nicht mehr reinzulassen. Und das ist ja ganz klar ein Verteilungskampf. Das haben Sie ja nun gesagt. Es geht darum, dass der Kuchen des Geldes von der KV her dann aufgeteilt werden muss. Das ist das A und O. Das steht dahinter, mehr nicht. Ja, nur wir sollten die Dinge nicht miteinander verrühren. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Klar, gerade im Kontext der humanistischen Psychotherapie sind viele Designs entwickelt worden, die heute, von denen die meisten Leute glauben, es sei in der Verhaltenstherapie entwickelt worden. Also Rogers beispielsweise, der hat den ersten Wissenschaftspreis gekriegt und so weiter. Es ist auch klar, dass es um Ressourcen geht, beziehungsweise um Verteilungskämpfe. Aber dann, ich würde mir eben wünschen, dass das auseinandergehalten wird in den Diskursen. Oder ich fordere es immer wieder ein, zu sagen, es geht um Verteilungskämpfe. Und da kann ich verstehen, dass die sagen, wir sind drin und ihr seid nicht drin und wir wollen unsere Burg verteidigen. Das kann ich verstehen, das fände ich aufrichtig. Nicht aufrichtig finde ich, das zu sagen, über die Pseudowissen, also über Wissenschaftlichkeit zu argumentieren und dann eine bestimmte Art von Herangehensweise zu nehmen, die wissenschaftlich aussieht, aber nicht wirklich in einem wissenschaftlichen Diskurs ist. Das heißt, diese ganzen Studien, die es da gibt von der Gestalt, von der Gesprächstherapie, die fallen sozusagen ja unter einer solchen Blickwinkel teilweise unter den Rost. Also wir haben 270 Studien eingereicht, wir werden sehen, wie viel davon übrig bleiben. Also viele erfüllen davon auch, muss man sagen, keine Kriterien. Wir glauben ja schon selber, das sind keine hochwertigen Studien, so reden wir selber schon, aber hochwertig nur unter einer Perspektive, unter der wir mal durchaus ein Fragezeichen setzen wollten. Was heißt denn überhaupt hochwertige Forschung? Und in der Tat, das ist alles nicht so einfach. Und in 50 Minuten kann ich auch, habe ich mehrfach gesagt, keine Radierung. Und letzter Punkt, mir geht es nicht darum, Böse und Gute zu unterscheiden oder so. Ja, aber ist klar, wir wollen auch ins System und müssen dafür ganz ordentlich kämpfen. Das ist auch deutlich. Aber wenn wir uns... wenn wir uns darüber einig sind, dass das eine menschliche Überforderung darstellt, dass diejenigen, die jetzt in der günstigeren Situation sind, dass die nichts abgeben werden. Ja, es ist eine menschliche Überforderung. Erwarten wir doch nicht, dass das passiert, sondern schauen wir, dass wir die Gesetze ändern. Ne? Dann, dass die Gesetze neu und gerecht gestaltet werden. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Das andere können wir gar nicht erwarten. Und deswegen diese Petition, ne, die wir schon angekündigt haben. Genau, das wäre sicherlich, ja. Aber ich denke immer nicht zu sagen, das ist das Einzige oder das ist das Einzige, sondern also möglichst viele Wege nach Rom zu nutzen, ist immer klug. Nicht das eine gegen das andere, sondern, und ich hoffe immer noch, es nennt sich ja wissenschaftlicher Beirat, das sind Wissenschaftler, man muss die auch dazu zwingen, einfach in rationale Diskurse zu gehen. Ob das erfolgreich ist, das werden wir sehen, aber also zumindest da kann man es noch einfordern. Beim gemeinsamen Bundesausschuss, da wird es dann später nochmal schwierig. Aber ich denke, es ist schon mal wichtig, den ersten Schritt überhaupt zu machen. Dass wir nämlich wissen, tatsächlich in Deutschland, auch in Deutschland, gibt es eine gemeinsame humanistische Psychotherapie. Und das allein schon ist aus meiner Sicht durchaus auch jenseits aller Anerkennung
ich sehe es jedenfalls so ein Fortschritt, dass nicht dieses Verklüngeln sozusagen passiert, sondern dass wir uns endlich gemeinsam auf unsere Wurzeln besinnen, die ja da sind, bei aller Würdigung der Unterschiede, so wie wir es auch mit Patienten und so im Leben sonst auch machen, aber auch sagen, wir haben auch etwas Gemeinsames und angesichts globalisierter Bewegungen müssen auch sich die humanistischen Psychotherapierichtungen zusammenschließen, in ihrer Art politisch zu arbeiten, in ihrer Art therapeutisch sich zu verstehen und in ihrer Art Forschung zu machen. Ich würde dann aber bitte Sie bitten, dass das die letzte Frage ist, weil ich finde das unschön, wenn alles hier so auseinanderstobt. Das ist nicht. Also ich habe jetzt keine Frage, mir klopft aber das Herz irgendwie bis zum Halse. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich kann das jetzt nicht so sachlich, wissenschaftlich. Also für mich ist der gesunde Mensch, sogenannte gesunde Menschenverstand, so wie ich ihn auch in mir selber erlebe und auch um mich herum und auch hier auf der Tagung sehr stark, ein sehr stark männlicher. Und ich denke, die Wurzel von ganz vielem ist einfach dieses diese Disbalance von der weiblichen Seite und der männlichen. Also das heißt nicht, dass für mich die Männer schlechter als die Frauen sind. In die Ecke möchte ich jetzt nicht rein. Aber wenn wir das nicht mitsehen, genau wie hier auf diesem Kongress, wo eben das Verhältnis Teilnehmerinnen zu den Referenten ganz klar, also es sind viele Frauen, die teilnehmen, es sind auch viele Frauen im Orga, also im Orgasystem und die Vorträge hauptsächlich halten, sind die Männer. Und wenn wir nicht anfangen, das alle in uns zu erkennen, wie wir da alle geprägt sind, dann denke ich, also Gesetze ändern ist, denke ich, auch was Wichtiges, aber diesen Teil in uns selber auch wirklich wandeln, denke ich, kann sich von der Wurzel her nichts verändern. So, nach diesem Plädoyer für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Wissenschaft und Kongressen wünsche ich eine schöne Pause und danke nochmal an Herrn Kretschmann.